Sehr willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode oder nächstes Video zu Call of Duty World War 2. Ich habe leider Gottes eine Aufnahme schon gemacht, die war zu kurz, weil ich los musste, aber da habe ich gesehen, auch wenn es hier jetzt nicht mehr steht, es gibt ein DLC. Und das ist sehr, sehr interessant, weil grundsätzlich bin ich ja jemand, der DLCs nicht unbedingt benutzt oder nicht unbedingt darauf was gibt, aber es gibt drei neue Maps, und zwar Occupation, Valkyrie, was Valkyrie heißt, Occupation Besetzung und Anthropoid. Sieht ziemlich nice aus. Ich habe nur noch keine Ahnung, ob sich das lohnt. Habt ihr das DLC? Dann schreibt es mal in die Kommentare. Ich würde mich sehr dafür interessieren, ob ihr sagt, kauft ihr das oder kauft ihr das nicht. Bin ich mal gespannt. Könnt ihr natürlich auch gerne selber kaufen. Aber ja, ich weiß es noch nicht ganz genau, ob ich mir das hole oder eben nicht. Momentan muss ich ganz ehrlich sagen, ihr seht auf meiner KD, die ist um 0,1 besser geworden. COD macht mir so viel Spaß wie lange nicht mehr. Das ist das beste COD für mich seit MW3. Allgemein waren ja Black Ops 1 und Black Ops 2 für mich unglaublich schlecht. Aber das ist schon wirklich nicht so schlecht, das Spiel. Ich hau hier ab und zu mal sehr gute Gameplays raus. Leider gibt es keinen Kinomodus, aber deswegen versuche ich jetzt einfach mal ein paar Runden zu spielen und ein Gameplay zu erspielen, das so gut wie möglich halt eben ist. Ich muss auch leider sagen, die Maps, also genau deswegen. Hier ist meine Infokarte. Würdet ihr sagen, dass sich das lohnt? Weil ich weiß halt nicht, wie gut die Maps sind. Und die Maps momentan, die einzigen, die ich mag, sind Flag Tower, Point d'Or und Saint-Marie-du-Mont. Gibraltar, bruh, Gustav Kenne, wenn ich mal snipen will. Aber Ardennes Forest oder USS Texas, das ist alles nicht so... Ha, weiß ich nicht. Naja, ich warte mal, bis die Runde losgeht. Und dann sehen wir uns in-game. Mal sehen, wie es läuft. Es sind wahrscheinlich viele Deutsche da oder viele Scuff-Jumper. Aber mal schauen. Meine neue Lieblingswaffe ist übrigens die Schlachtwaffe, das ist die M. Gute Frage. Erstes Sturmgewehr, sehr, sehr gute Waffe. Ja, wie gesagt, ich bin besser geworden. Normalerweise passiert mir sowas nicht. Es ist auch früher am Morgen, also mittlerweile ist es ein bisschen später am Morgen, als die ersten zwei Runden, die ich vorhin gespielt habe, die halt zu kurz waren. Aber nichtsdestotrotz. Meine KD hat sich nicht umsonst verbessert. Also da sind teilweise, natürlich sind teilweise Scores dabei, wo ich richtig reinscheiße. Aber ich gehe eigentlich nie negativ. Und meistens oder oft sind so Scores dabei wie 25 zu 6. Oder, also in Team Deathmatch, muss man dazu sagen. Oder 18 zu 4 oder sowas in der Richtung. Also grundsätzlich würde ich sagen, schon deutlich besser als die letzten Male, wo ihr es gesehen habt. Aber gut. Oh. Wie kommt der jetzt dahin? Da meine Teammates sind da gespawnt, deswegen bin ich da extra nicht hingegangen. Plötzlich sitzt der da. Wie kann der da dann sitzen? Der hat mir jetzt das zweite Mal weggeholt hintereinander. Es läuft noch nicht. Ich bin auch noch nicht eingespielt. Vielleicht liegt es daran. Schieben wir es einfach mal darauf. Boah, das schlechtes Aim, aber ich hole ihn trotzdem. So, und jetzt kommt gleich bestimmt wieder dieser TUDR Mario hierher. Warum? Entdeckt, unterbindet den Nachschub. So, den holen wir weg, den holen wir auch. Da sitzt aber noch einer und ich habe keine Semtex leider. Das heißt, das wird jetzt irgendwie, das wird jetzt böse. Wenn mal hier noch einer kommt, da haben wir. Oh, da ist die Drohne. Oh, hinter mir. Da ist er. Oh nein, 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 was für ein Scheiß. Oh, Gottes Willen. Oh Gottes Willen, das habt ihr bitte nicht gesehen. Ach, das wäre locker. Ich spiele mich mit Vorreden und Jagdpilot und das wäre das lalalala locker gewesen. Aber leider Gottes. Ganz, ganz miserables Aim. Das war wieder besser. Ich weiß nicht, okay, wir führen jetzt mittlerweile. Gerade eben lagen wir noch zurück. Ich weiß nicht, wie wir zurückliegen können, weil die Gegner sind ja so low level. Scheiße. Oh, und die Semtex nur im Hitmark. Das ist auch mein großes Problem. Semtexen killen mich immer. Jedes einzelne Mal, aber ich kille mit einer Semtex nie, sondern hole mir immer den Hitmark. So, retten konnte ich die gerade nicht mehr. Ich habe einfach kein Glück gerade. Ich habe extremes Timepech. Ich bewege mich genauso, wie ich mich nicht bewegen sollte. Den kriege ich immerhin mal. War sogar nicht mal ein Headshot. Normalerweise droppt diese Schlachtwaffe auch extrem schnell. Gerade ist irgendwie nicht so stark. Aber normalerweise schon. Wir führen ganz knapp. Das wird eine ganz. Das wird ein Foto-Finish hier. Den holen wir auch weg. Den holen wir auch. Den holen wir aber. Und damit haben wir gewonnen. 16 zu 10.
Ist okay. Ist immerhin ein 6er-Karte, normalerweise nicht so das, was ihr gewohnt gewesen seid. Gewohnt wart. Aber ja, geht auf jeden Fall noch besser. Das war jetzt nicht meine glanzvollste Runde. Wir spielen 9. Normalerweise würde ich diesen Map nicht mal ansatzweise antasten. Aber ich habe auch noch nicht auf der, seit längerer Zeit, nicht auf der mit einer MG oder mit einer MP oder mit einem Sturmgewehr gespielt. Sondern immer nur mit Sniper. Mal sehen, vielleicht klappt das ja. Keine Sorge übrigens, ich sehe das gerade rechts da. Der Ton ist natürlich nicht optimal, aber macht euch da keinen Kopf. Ich bin ab Sonntag wieder in England. Das heißt, ab Sonntag ist die Soundqualität auch wieder besser. Das Video hier seht ihr, glaube ich, sogar Sonntag. Könnte zumindest gut sein, weiß ich noch nicht hundertprozentig. Aber genau. Es gibt wenig, was ich mehr hasse als diese S-Minen. Die waren ja in MW3 das erste Mal da. Da waren sie wenigstens sichtbar, ja. Da konnte man sich noch irgendwie gegen wehren. Aber hier sind die einfach so klein und unauffällig. So. Okay, geholt. Oh, oh ey. Warum sind dann plötzlich hier zwei? Nee, komm. Ich habe auch keinen Bock auf die Map. Und wie gesagt, genau deswegen wäre es eigentlich ganz schön, wenn ich neue Maps hätte. Oder wenn es neue Maps gäbe. Oh, London Docks ist auch so. Ja, also auf Gustav Cannon kannst du nur snipen und London Docks ist... weiß ich nicht. Mal sehen, was es werden wird. Ja, ich werde auch jetzt nicht so viel, also ich werde jetzt nicht so viel spielen, weil ich nicht so viel Zeit habe. Aber vielleicht demnächst mal wirklich ein paar Runden und dann zeige ich euch wirklich eine richtig gute. Mal schauen. So, Samarie Dumont, ich joine rein. Ich weiß also nicht, wie weit das Match fortgeschritten ist, aber das ist eine der Maps, die ich hier gesagt habe, die ich auch sehr gerne mag. Die Lieblingsmap von mir ist definitiv Point d'Or. Aber Samarie Dumont ist dicht dahinter auf jeden Fall. Die haben alle so, also die Map hier hat das Haus in der Mitte, was so ekelhaft ist. Dann der Graben ist bei Point d'Or nicht so geil, aber ja, immer noch besser als alle anderen Maps. Oh, wir verlieren, das ist ja überraschend. Ist mir nicht gerade wirklich passiert, oder? Ja, ich habe noch nicht einen Quickscope hinbekommen dieses Jahr. Nicht einen. Diese S-Minen. Es ist zum Kotzen. Ich hasse sie. Oh, das war tatsächlich... Oh nein, ich hatte so einen Pech. Warum lade ich nach? Und dass ich dann auch erst später darauf komme, die Waffe zu wechseln. Das passiert mir normalerweise nicht, wenn ich in Anführungsstrichen eingespielt bin. Aber ich habe gerade auch einfach weder die Zeit noch die Nerven dazu, hier was Vernünftiges zu erspielen, beziehungsweise eine vernünftige lange Runde zu so lange zu spielen, bis ich halt eben Gameplay habe. Also was ich euch zeigen kann, also das kann ich euch zeigen, so ist nicht, aber das ist natürlich nicht optimal. Oh Gott, da kommt noch einer. Kommt da noch einer oder war das der? Ne, jetzt kommt wieder einer. Noch mal eine Granate rüber. Ah, okay. 7 zu 4. Okay, eine Runde machen. Ach, Point d'Or, das ist perfekt, das ist nicht mein Lieblingsmap. Ah, ich weiß nicht. Eigentlich würde ich ganz gerne die STG spielen, weil ich die lange nicht mehr gespielt habe, aber ich bin eigentlich momentan auch großer Fan dieser Schlachtwaffe. Mal sehen, ob ich bereue. Ach ja, wir sind 3. Das ist ja schön. So, Starter. Schön mit Bajonett. Ich liebe das Bajonett, deswegen spiele ich auch nur Sturmgewehre. Och man, ich wollte gerade sagen, das ging so gut los und dann liege ich da und lade nach und es kommt natürlich einer um die Ecke, der mich tötet und ich hasse mein Leben. Ach man. So, campen wir hier mal. Wie? Och man, weil der mir im Weg steht, kriege ich den jetzt nicht. Okay, ist noch einer da. Da ist er. So, 3 Kills. Frage ist, von wo kommt er? Jetzt haben wir natürlich eine Drohne, das ist sehr gut. Okay, kommt nochmal da hoch, sehr schön. Da ist er. So, einen brauchen wir noch. Oh, und der hat wieder dieses scheiß Perk, dass ich ihn nicht sehen kann. Mann, ich habe so ein Pech. Jetzt will ich da rechts lang gehen, weil da rechts einer kommt. Kurz vor der Drohne und dann ist noch ein Sniper da. Oh, Mann, Alter. Ich hasse Sniper. Ich hasse sie wirklich. Vor allem, wenn sie gut sind. Schöne Klette. Aiming. Wieder Zitter-Aim. Ich muss lernen, einfach nicht so aufgeregt zu sein in 1 gegen 1. Einfach stehen bleiben und nicht hin und her laufen. Ich glaube, das würde vieles helfen. Beziehungsweise mir viel bringen. Da haben wir wieder einen. Da bin ich wieder gelaufen. Aber diesmal nur in eine Richtung. Das ist wichtig. Oh nee, Alter. Warum schimmelt der da hinten zu 6? Gefühlt zumindest. Dann geh du mal da durch. Ich bleib mal hier.
kriege ich da nicht weg. Immerhin 80% Assists. Das ist schon mal ganz schön. Ich brauche noch einen Kill und einen Assist bis zur Drohne. War da gerade einer? Nee. Fliegt genau die Granate vor mein Gesicht. Das wäre wieder so typisch gewesen, wenn ich dadurch jetzt... Ich habe sowieso das Gefühl, kurz vor der Drohne werde ich noch sterben. Wenn ich jetzt einen Kill mache und 20 Punkte davor bin, dann wird es passieren. So wie meistens. Ach, vielleicht... Die scheiß S-Mine! Jedes Mal! Ich habe so schlecht gezielt. Hilfe, den tut er ja auch verdient. So, liegt er jetzt da immer noch? Anscheinend nicht. Anscheinend hat er sich verkrümelt. Teaser Max, geh mal vor. Teaser Max traut sich nicht. Teaser Max wird getötet. Das dachte ich mir fast schon. Und jetzt komme ich. Ich weiß, dass er da in der Ecke sitzt. Zack. Und hol ihn weg. Jetzt kommt von hier einer. Zack. Spielverständnis ist da. Jetzt kommt von da wieder gleich einer hoch. Ja, oder von da. Könnte auch sein. Wieso sitzt der in der Ecke? Och, Mann, war heute nicht gesehen. Ich ach, möchte gern Spielverständnis. Dieser Reaper holt mich nicht nur mit seiner scheiß S-Mine, der Reaper holt mich auch mit seiner scheiß... Was weiß ich, dass das war? Mörser oder so. Oh. 13 zu 7. Ich habe keinen Bock mehr. Ich habe da gerade keine Nerven für, weil es nicht läuft. Wenn ich kurz vor Streaks sterbe, mehrfach, dann ist für mich so ein Spiel schon komplett gelaufen. Dann ist wirklich... Ich muss ganz entspannt hier sitzen, darf nicht aufnehmen und dann mit ein bisschen Glück kann ich ein gutes Gameplayer spielen, aber nicht... Ich ducke mich wirklich, als ob ich da mehr sehen könnte, ey. Guck mal, wie er da liegt. Guck mal, wie ich ihn nicht treffe. Oh Gott, bin ich blind, ey. So, einen Kill holen wir nochmal. 72 zu 63, das heißt, die Runde gewinnen wir. Das ist doch krank! Ich habe noch nicht einen Quickscope, wie gesagt, dieses Jahr geschafft. 14 zu 9 nochmal zum Schluss. Wie gesagt, war jetzt nicht optimal. Ich hätte lieber so einen Score gehabt wie unser erster da, der Dini mit 24,8. Das ist so normalerweise das, was ich auf der Map hinbekomme. Aber nee, die Aufnahme war nicht meins. Aber gut, das war's von diesem Video. Ich hoffe, es hat gefallen. Wie gesagt, das Video ist das erste Mal. Schreibt mir in die Kommentare, soll ich mir das DLC holen oder nicht. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Er schießt in den Fuß und die sterben. Bei mir kann ich machen, was ich... Nee. Bis dann, macht's gut, haut rein und ciao.